Parkgebühr 8. Okay, ist schon mal ein geparktes Fahrzeug drin. Das ist doch schon mal gut. Und hast du mal wieder von Twitch-Zuschauern oder Streaming geträumt? Ja. Ja. Aber ja. Ja. Aber von der Person träume ich allgemein sehr oft. Also ich habe von Iggy schon geträumt. Pass auf, ich habe von Iggy schon geträumt. Metallion und Vaneta. Von Gina und von Pico P. Und ich glaube tausendmal von Kira. So. Von Kira mindestens zweimal die Woche tatsächlich. Ich träume ja immer. Ich träume jede Nacht. Jede Nacht. Und tatsächlich zweimal die Woche mindestens von Kira. Ganz so nicht geändert. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Was hatten wir da jetzt noch? Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Farmer. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere, the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor. Sind das wenigstens schöne Träume von Kira? Da möchte ich mich nicht so äußern. Bitte. Modesty demands that I prevaricate. So, hier. Pharma. Produktionsstätte für pharmazeutische Produkte, die für alle zugänglich sein sollen, hat einen positiven Effekt auf Bürgergesundheit und Wohlbefinden, Industrieeffizienz, Interesse an Universitätsbildung, Wahrscheinlichkeit für Universitätsabschlüsse stadtweit. As a traveler from my homeland, wir sind doch hier, um City Skylines zu gucken. Ja, ich weiß, Vanita, du nicht. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Industrieeffizienz, Interesse an Universität, Bildung, stadtweite Wahrscheinlichkeit für stadtweit. Das hört sich halt sehr gut an. Sehr verlockend. Sehr verlockend. Da.
War das jetzt einfach so, Vanita? Also erstmal vielen lieben Dank für deine 30 Biddies, aber war das jetzt einfach so oder war das jetzt irgendwie eine Einspielung? Also hier will ich jetzt noch kein drittes Bürogebäude machen. Ne? Da ist auch gar nicht mehr für geeignet. Wer weiß, wer weiß. Ja, super. Ach, Strom wollte ich doch machen. Hier, ich wollte doch hier, das war doch ursprünglich mein Plan vorhin. Wie viel haben wir denn Export? Gar nichts, ne? Nein. So. ...54 sind dort. Die ist bestimmt voll, ne? Ne, noch nicht, okay. 10 Leute sind da nur. Naja, gut, aber. Riesenbeutel sind 10 Leute drin, perfekt. Das ist so dumm mit diesem Hin- und Hergestelle hier. Das regt mich nur auf. Dienstleistung, Strom. Export. Machen wir 37.000 wenigstens. Hä? Und Stromverkauf ist doch super. Da sind 6 aktiv. Da könnten wir. Ah nee, da können wir nicht. Straßendings würde ich nochmal einbauen. Hier oben hin. Macht der Lärm? Gering. Machen wir da auch direkt nochmal Fahrzeuge. So. Warten wir auf 0. Dass wir da gar nichts kriegen. So viele offene Stellen, genau, da gucken wir mal. Naja, Arbeitsplätze gesamt 29.000 und 27.000 sind angestellt, das ist so in Ordnung. Wir haben 10% unausgebildet, 26% schlecht, 41% ausgebildet, 14% gut und 6,8% sehr gut ausgebildet. Das ist gar nicht so verkehrt. Oh, hier unten staut es sich. Nee, das ist ein Unfall.
Was wird denn eigentlich nicht produziert? Es werden keine Mineralien produziert. Zeig mal. Also Erz, meine ich, Erz. Das zeigt mir nicht an. Ah, jetzt. Wo ich es herkriege. Was hier hin? Da ist zwar nicht viel verfügbar, aber besser als gar nichts. Das ist doch quasi hier. Ich finde es aber besser, wenn du es einmal schließt und so machst. Ist jetzt kaputt, Metallion? Hä? Okay, jetzt geht's wieder. Das macht doch absolut gar keinen Sinn. Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's absolut komplett. Null. Ich kann Steuern hinziehen, wo ich will. Es zeigt Null an. Bei Büro und bei Industrie. Jetzt geht's wieder. Hey, jetzt geht's wieder. Eben stand da überall Null, egal wo ich den Regler stehen hatte. Ich stand überall Null Einnahmen. Egal auf wie viel Prozent ich stand. Das ist doch alles verrückt, ist das doch hier, Mann. Was ist denn hier los mit den Steuern? Haben die alle keinen Bock oder was? Also, nee. Metatürmchen macht sich die Skala 2 kaputt. Ja, ich hab's jetzt general überholt hier. Also, das ist mir einfach zu viel gerade, ne? Das kann ich gar nicht verstehen. Nee, das lief ganz normal weiter, die Zeit. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es jetzt aber auch wieder normal ist, ne, mit 20 Millionen plus. Weil es ist ja schon Großindustrie, ne, mit diesen ganzen Spezialgebäuden halt auch, ne. Wir lassen, sagen wir mal, auf 12% stehen und Büro machen wir auch auf 12%. So sieht das jetzt schon realistischer irgendwie aus, finde ich, ne? Gewerbe machen wir auch auf 12. Und die lassen wir da. Die freuen sich dann. Wie viel machen wir jetzt? 21, okay. Es ist verrückt teilweise hier, ey. Ich weiß auch nicht. Hier, da könnten wir noch was reinfummeln, ne? Kriegen wir da nicht noch was? Also nee. Hui, fummeln. Sag mal. Alter. Noch bin ich nicht in Nordheim. Komm, Work, mach einen Burger. Komm, bitte, mach einen Burger. Komm, mach nur noch einmal heute. Einmal noch dieses Jahr einen Burger. Danke. Vielen Dank.
So, ich würde mal das Ding ganz kurz hier, nur mal hier so ganz kurz so machen. Weil die Straße gefällt mir hier nicht. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay Fummeln, off the street. Also die Sache, until wo er keine Ahnung von hat. This has been a local public service announcement. Ich zeig dir das auf dem Spiritmeter. For the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Ja, Strom haben wir noch genug. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Ja, ist okay. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. Moment, man hat schon anderes gehört. Was hat man gehört? Man hat hier gar nichts gehört. Oh, I don't know. I'd rather wait for traffic. Was hat man gehört? Start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Also, ist ja bodenlos. Wieso nicht? Kann ich eigentlich auch, weil wir haben ja auch schon relativ viel Strom. Okay, sehen wollen wir das nur nicht. Nicht? Oh, man hat hier gar nichts gehört, Vanita. Parallel bitte. Nee. Nee. Sicher, Tümpchen, ich wüsste jetzt nicht, was du meinst, tatsächlich. Hm. Ja, das machen wir dann später. Oha, jetzt saust aber Industrie wieder runter und das Geld, oha, wir sind wieder am Geld rumfummeln hier, oder was? Jetzt muss ich denen schon wieder Geld geben, um dass ich Plus mache. Okay, dann gebe ich denen jetzt Geld. Hier bitte, ihr kriegt Geld von mir. Wir haben so viel Geld im Überschuss. Die Stadt läuft einfach zu gut. So, ihr Lieben, ich rauche noch eine. Und dann zeige ich euch, wie man fummelt. Ja, ja, ja. Da brennt's, das ist sehr gut. Da freut sich Vanita. Hier, die haben auch ein paar Probleme hier, ne? Glaube ich. Wie sieht denn das aus? Aber den ist, glaube ich, hier, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Ja, super. Hm.
Ist doch geil, wenn die zu lange da stehen, ne, dann hauen die einfach ab. Nicht hinterfragen, nicht nachdenken, einfach hinnehmen, was sich des Geiles angeht. Einfach hinnehmen, ja. Warum nicht, ne? Wenn man so viel Geld macht. Besteuerung. Ja. Klar, wenn die Steuern jetzt, sage ich mal, hier oben wären, ne? Und ich würde Minus machen, dann liegt es definitiv an mir. Dann darf ich mich da auch nicht beschweren. Aber wir machen ja unfassbar Geld. Ah, gut, Geldprobleme in City Skylines sollte man, glaube ich, eh nicht haben. Wenn man es halbwegs vernünftig angeht. Wichtig ist nur, dass die Leute zufrieden sind. Aber es ist auch gar kein Bedarf mehr da an geringen oder an mittlerer Dichte, ne? Nächstes Mal gucken wir, dass wir hier die Buslinks machen und dass wir hier weiterziehen.